Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute der dritte Teil, richtig gut trennen. Wieder ein neues Interview mit der Familienanwältin der Paragraphensilve, mit der Silvia Schodruch. Sie ist ganzheitliche Familienanwältin und das Thema heute heißt Ängste und Geld. Ich glaube, jeder hat Angst, sich zu trennen, oder? Also, es ist ja, wenn man sich trennt, was für zwei reicht, die zusammen sind, ist schwierig, dass es genauso reich sich anfühlt, wenn man es aufteilt auf zwei Einzelne. Mhm. Wir vermischen gerne in einer funktionierenden Beziehung das Mein und Dein. Warum auch immer, vielleicht weil man sich nicht so vorbereitet hat, weil uns das so vorgelebt wurde. Und dann ist es schwierig, sich von Sachen zu trennen. Mhm. Also gar nicht mal von dem Menschen, das ist ja auch schon schlimm. Ja. Aber die Angst, die dahinter steckt, ist auch oft eine reine finanzielle Überlebensangst, die in 99% der Fälle gar nicht begründet ist. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber es ist einfach so, dass es lähmt. Mhm. Und das ist, wir machen das jetzt als Thema 3, aber es ist das Thema 1. Wenn die Menschen hier kommen, ich versuche immer, das irgendwie nicht als Thema 1 abzuhandeln, habe aber jetzt aufgegeben. Also ich strukturiere jetzt auch meine Beratung definitiv um, weil ich zu wenig Leute erreiche, die so in diesem Rad gefangen sind. Da muss es 2, 3 Schrauben geben, wie man die von dem Pferd runterbringt. Naja, wenn man überlegt, Angst ist ja lähmend. Angst ist ja nicht, was Energie frei macht, sondern Angst ist eher, ich ziehe mich zurück, ich mache mich zu. Ja. Ich kann darüber krank werden, wenn ich Angst zulasse. Mhm. Und natürlich ist es vielfach berechtigt, weil du hast was Wichtiges angesprochen, da leben zwei zusammen. Es geht um meins und deins. Und es ist natürlich so, wirkliches Gesetzgebung gibt das vor, nicht alles ist beiden gleichzeitig. Ein Beispiel, wie aus meiner Fachlichkeit heraus, wenn jetzt ein Haus gekauft wird, der Mann steht alleine im Grundbuch drin, geht alleine zum Notar, dann gehört das Haus zu 100% ihm. Das heißt, zum Zeitpunkt der Scheidung, der Trennung, muss im Prinzip ausbaldöwert werden, wer bekommt was, von wessen Eigentum. Wenn die Frau ein eigenes Konto hat, ein Depot mit 50.000 Euro, das gehört der Frau. Das hat sie aufgebaut mit ihrem Geld, das gehört ihr. Mhm. Das sind getrennte Vermögensmassen. Mhm. Und das merke ich in meinen Beratungen immer sehr oft, dass viele Leute gar nicht das über die Reihe kriegen und denken, das Haus gehört uns. Natürlich, gefühlt, emotional gehört das beiden. Die haben das aufgebaut, die haben die Bauausschreibung vielleicht zusammen gemacht, haben geschwitzt, ob die Baukosten hinhauen, ob der Architekt sich nicht selbst verwirklicht hat, dass das Haus zu teuer geworden ist und der Generalunternehmer kann pleite gehen. Da gibt's ja die tollsten Stories bei solchen Sachen. Das heißt, man Blut und Wasser geschwitzt und hat sich gefreut, die Kinder dort zu zeugen, in dem Haus groß zu ziehen etc. Das gehört natürlich emotional beiden. Ist das dritte Kind. Ja. Ist das dritte Kind, genau. Aber auf dem Papier ist es so, wem gehört was? Das, was jeder in seinen Büchern stehen hat. Ja, das Haus, wer im Grundbuch steht, das Depot, wem es gehört, es können auch beiden gehören, wenn beide drin stehen. Und das gilt es zu verteilen. Deshalb ist, glaube ich, auch wichtig, wie kann ich Angst im Prinzip minimieren, indem ich über die Ängste spreche, das Thema anspreche und auch die Finanzen so aufrolle, dass man sagen kann, Moment, du, das Haus ist zwar ein Papier, dein Mann ist 1 Million wert, aber davon geht natürlich die Hälfte als Zugewinn zu dir rüber. Das ist für mich auch schon ein Gedanke der Trennung. Also ich finde, am allerleichtesten ist es zu bearbeiten, wenn man mal in einem Topf sammelt, was haben wir denn eigentlich? Mhm. Was haben wir? Ja. Und ich mache dann nicht den juristischen Ansatz und davon kriegst du die Hälfte und davon kriegst du die Hälfte, sondern ich sammle alles, was da ist und dann frage ich meinen einen Mandanten, ich darf ja immer nur einen vertreten, könnte ein eigener Podcast sein, dann frage ich den im Optimalfall, was möchtest du, wie ist deine Vorstellung von der Zukunft und im Minimalfall. Und dann kriegen wir das in irgendeiner Form immer hin. Es ist total interessant, welche Lösungen aufkommen, wenn man sich weg von den Paragraphen und hin zum Vermögen bewegt. Weil dann kriegen die Menschen, die vorher Angst hatten, ein Gefühl des Reichtums. Wenn mit solchen großen Summen wie 500.000 Euro ist das Haus wert, 100.000 Euro sind in der Lebensversicherung,
Und wenn wir das alles addieren, sind wir zum Beispiel bei 1 Million. Ist ja nicht ungewöhnlich, wenn Leute 20 Jahre verheiratet sind. Kann passieren. Und die Frau, die vorher gesagt hat, ich habe Angst, wie soll ich denn überleben? Die hat nachher 500.000 Euro und dann brauchst du so Menschen wie dich, weil sie nicht weiß, was sie damit machen soll. Ja. Und die Situation hat sich völlig verkehrt. Also diese ein super Angst. Ansatz, den du gerade sagst, hat man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man legt zuerst mal alles auf den Tisch. Die Situation, was haben wir? Das sind auf der einen Seite die Finanzen, die Kinder, das heißt, das ganze Familienumfeld, das gehört auch mit auf den Tisch. Absolut. Das hast du jetzt nicht explizit erwähnt, aber ich denke, das ist auf jeden Fall so. Genau. Das heißt, wenn man das erstmal auf den Tisch legt, dann kann man sich sachlich mit einer Sache beschäftigen. Das haben wir auch in dem Vorpodcast gesagt. Du musst dich dann deiner Emotion von den Gefühlen lösen, immer problemorientiert zu denken, weil Ängste kommen dadurch, dass man im Prinzip den Gefühlen freien Lauf lässt. Gehirn dort ausgeschaltet und so habe ich die Möglichkeit, erstmal abzuwägen, wo stehen wir denn überhaupt? Ja, und wenn ich weiß, wo ich hin möchte, deswegen hast du es sehr gut, dass du die Kinder auf der Agenda hast, weil wenn du zum Beispiel 2 Kinder hast und beide haben, beide Eltern ziehen da an einem Strang, wie es ja sinnvoll ist, und sagen zum Beispiel, ja, die sollen studieren, die sollen beide nach Amerika gehen können oder sowas, dann sind vielleicht gleich mal 100.000 Euro weg. Ne? Die kommen dann schon mal zur Seite. Super. Wenn man so sich ranarbeitet an eine Lösung, dann braucht man gar keine Angst zu haben, weil es sind die seltensten Fälle, wo man Angst haben muss. Also das heißt, man geht ja eigentlich auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, als man nimmt das als die Trennung als Projekt im positiven Sinne. Genau aber, so. Ja? Nicht wie mache ich den anderen fertig, wie wasche ich schmutzige Wäsche, sondern ganz positiv, wie können wir beide, wir trennen uns, gehen getrennten Weg, aber trotzdem als Gewinner rauskommen. Es gibt keinen Sieger oder Verlierer, denn das kostet Geld. Die Einzigen, die an Geld verdienen, das sind die Rechtsanwälte, muss man auch ganz klar sagen. Das erlebe ich Tag ein, Tag aus bei Mandanten. Da geht ein hammermäßiges Geld für Rechtsanwälte drauf. Wenn man streitet. Und nachher, wenn man streitet und oft wird gestritten, wenn man seinen Ängsten freien Lauf lässt oder die Amateurberater ranlässt nach dem Motto, die guten Freunde, Bekannten und so weiter. Im Hintergrund, der Vogel von Sylvia hat auch eine Meinung dazu. Der bestätigt das ja wahrscheinlich, was ich gerade sage. Das ist Bert, der hat sich jetzt unter der Abdeckung hervorgekämpft. Also das heißt, ganz wichtig, wer so vorgeht und lösungsorientiert das Ganze dann auch macht, hat die Chance, auf jeden Fall optimal seinen Weg zu gehen. Also da werden keine Begehrlichkeiten geweckt, wenn man sonst die Frage stellt, was steht mir zu? Das ist die am meisten gestellte Frage hier. Was steht mir zu? Wenn ich diese Frage beantworte, dann torpediere ich jede großartige Lösung, die gefunden werden könnte. Das heißt, was steht mir zu, heißt ja implizit, mich interessiert nicht, was dem anderen zusteht. Nach dem Motto, es muss geteilt werden. Na, aber es wird ja dann nach den Paragraphen geteilt und nicht nach dem, weil beide haben durchaus noch einen gemeinsamen Willen, wenn die Paarebene zu Ende ist. Und haben vielleicht auch einen gemeinsamen Plan, den sie durchziehen können. Wenn aber zum Beispiel, es gibt tatsächlich Fälle, und die sind gar nicht so selten, dass die Paragraphen sagen würden, ja, dir stehen, was weiß ich, dir steht die Summe X zu. Aber jetzt ist zum Beispiel der Ehepartner, der hat eine Krankheit oder so. Dann würde es mir total widerstreben, zu sagen, und ich beharre jetzt hier auf dem, was ich haben will, weil ich weiß, wir sind nicht so abgesichert. Ey, ich habe jetzt hier 25 Jahre zusammen gelebt und der ist jetzt krank. Und es ist genug da, dass ich dann einfach mal sage, okay, und der braucht jetzt für seine Extraversorgung und das übernimmt nicht die Krankenkasse, aber damit es dem gut geht, braucht er eine bestimmte Summe. Ja, dann brauche ich doch nicht unbedingt zu sagen, okay, diese 200.000, die brauche ich jetzt auch noch. Weißt du, es ist dann einfach die Lösung der Parteien und nicht die Lösung des Gesetzes oder der Paragraphen. Weil Paragraphen können, die sind von 1900. Ja, bürgerliches Gesetzbuch von 1900, ne? Ja, genau. Und 1800 gequetscht ist das gemacht worden, ja. Ne? Unsere Kinder werden schon komplett digital aufgezogen, die kennen schon gar nicht mehr den Wald oder so. Also, da sollte man auch sich Mühe geben, Eigenverantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und die nicht auf Paragraphen von 1900 zu delegieren. Also auch wieder eine wichtige Erkenntnis, die Podcast-Überschrift ist ja Ängste und Geld. Das heißt, Ängste baut man dadurch ab, indem man eine Ist-Aufnahme macht, indem man sich anschaut, was haben wir überhaupt. Da gehört das Materielle, aber auch das Ideelle und die Familie mit betrachtet.
Und dann geht es darum, zusammen mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau dann eine Lösung zu finden. Und es geht in keinster Weise auf Gewinner und zu Verlierer, Sieger und Verlierer zu schaffen, sondern Gewinner, dass beide in der Trennungssituation als Gewinner rausgehen können. Und auch als Verantwortliche, ne? Nicht, ja. Das ist die Lösung vom Anwalt und vom Gericht, sondern diese Lösungen tragen nicht auf Dauer. Die sind ja. Nicht nachhaltig. Ja. Wenn ich die Verantwortung übernehme für meine Lösung, dann trägt die auch. Also auch ein wichtiger Hinweis wieder, die Lösung muss aus mir selbst herauskommen. Ja. Ich muss sie akzeptieren. Wenn ich die nur mache, weil mir das mein Berater oder Secondhand und Firsthand, was du in einem Podcast genannt hast, die lieben Bekannten und Freunde und so weiter, aus ihrer Erfahrung heraus sagen, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Nein, null. Also auf Dauer nicht. In der Regel nicht. Also jedenfalls sind da die Viren, die da drin sein können, die dann irgendwann hochgehen. Da ist die Quote, kann hoch sein. Ne? Mhm. Also ich muss meine Lösung haben. Ja. Also es ist genauso, wie wenn du eine Krankheit hast. Es gibt viele Behandlungsmethoden. Für jeden ist was anderes richtig. Der eine ist eher mit Natur und der andere sagt, ja, ich muss jetzt hier die Chemokeule haben. Ja. Aber was für den einen passt, muss für den anderen nicht passen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Genau. Und dazu machen wir auch im nächsten Podcast, die Nummer 4. Da geht es nämlich dann genau darum, wie finde ich denn den richtigen Berater, weg von den Amateuren hin zu den Profis. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen über eine tolle Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Und wenn ihr Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen habt, die auch an diesem Thema interessiert sind, an diesem Podcast interessiert sind, die sich auch für das Thema Finanzen interessieren, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt. In dem Sinne, alles Gute, der Holger und die Paragrafen-Sylvia. Tschö.